Gut, ist jetzt gerade echt. Können wir hier irgendwas machen? Ne, können wir nicht. Fahren wir mal hier weiter. Jetzt sind wir übrigens einmal gleich rum, fast bei den Ägyptern hier. Einmal den Kontinent hier von der Seite zumindest umrundet. Muss man mal gucken, ob wir es auf der anderen Seite auch ein bisschen noch weiter gucken kommen hier. Aber fast eigentlich komplett bald alles uns angeschaut hier. So, einfach mal vielleicht kurz als kleines Update so an die Leute, die neu dazugekommen sind. Wir sind aktuell im Krieg mit den Ägyptern, hier mit unserem Khmer in diesem Community Let's Play, bei dem ihr als Zuschauer öfters auch mit abstimmen dürft und bei dem gerade eben drei unserer Bogenschützen verreckt sind. Und Das aktuell waren geht es in der Helden. Umfrage darum, ob wir den Krieg hier fortsetzen sollen oder ob wir schauen, dass wir schnell Frieden schließen. Und gerade wurde wieder eine Einheit Krieger komplett getötet. War ein bisschen, also ich muss ehrlich sagen, ich habe echt nicht gedacht, ich hätte gedacht, wir kommen da jetzt relativ schnell nach Achetaton, aber irgendwie kamen wir da jetzt nicht so schnell dazu. Unsere Truppen sind auch versprengt und angeschlagen. Wir müssen eine gesammelte Linie aufstellen. Ja, ist halt die Frage, Der also Verteidigungsminister scheint keine Strategie zu. wie sieht es denn eigentlich aus, umfragemäßig, immer noch auf Krieg fortsetzen, oder? Ja. Okay. So einfach kommst du aus der Nummer nicht raus. Ja. Ja, nee, ist dann jetzt nämlich die Frage, dann müssen wir jetzt Man kann eigentlich. ja auch seine Stimme nicht ändern in der Umfrage. Hättest du nämlich geändert, oder wie? Mittlerweile. Naja, aber es gibt ja immer wieder Lageänderungen. Das ist ja kein, das ist ja nur ein temporäres Lagebild. Ja, klar, ich meine, das heißt ja Also jetzt auch nicht, dass das jetzt hier bis zum bitteren Ende geführt wird. Das kann ja auch noch sein, dass wir da jetzt in ein paar Minuten mal nochmal eine machen. Also, ich meine, es kann sich ja auch immer wieder was ändern hier, also ganz klar. Wisst ihr was? Ich glaube, ich probiere mal gegen diese Streitwagen, die unser Gegner da hat, meine Einheit Speerkämpfer zu rekrutieren, sobald möglich. Aber ich baue mal hier oben den Kornspeicher. Ich denke, hier oben sollte man kein Militär bauen, sondern lieber hier unten. vielleicht sollte man Streitwagen auch mit eigenen Streitwagen bekommen. Ja, das hat bisher noch nicht so ganz funktioniert, um ehrlich zu sein. Ich werde mich jetzt hier auch mal nochmal zurückziehen mit dem Streitwagen. Vielleicht kommt dann der feindliche Streitwagen aus der Das Stadt Volk scheint raus. in Kriegsbegeisterung zu verfallen. Echt? Oh Mann. Wir brauchen mehr Bildung, definitiv. Sagte er und hat 5 Runden vorher noch gegen die Geschichtsaufzeichnungen gestimmt. Haha. Ja, das, Zieh den also, zu. das hat ja nichts mit Bildung zu tun. Natürlich hat das was mit Bildung zu tun. So, ich wollte doch hier oben meinen Handwerker in Auftrag geben. Könnten wir mal machen. Vor allem wirtschaftliche Bildung. Ich möchte gerade Wirtschaftliche mal gucken. Bildung ist ein Wirtschaftliche Mythos. Bildung. So. Es ist denn 400 nach Christus für dich wirtschaftliche Bildung? Währung. Einführen. Währung. Ja, aber das ist Forschung, keine Sozialpolitik. Ah, das stimmt. Oh Mann, gucken wir mal hier weiter, was es hier noch gibt. Okay. Interessant. Lass ich die jetzt mal hier stehen. Oh, wir haben, sind ja schon wieder theoretisch in einem normalen Zeitalter, gell? Wenn wir noch 20 Punkte bekommen, würden wir in ein goldenes Zeitalter sogar kommen. Interessant. Wenn wir ein goldenes Zeitalter erreichen, dann nur aufgrund der heldenhaften Verluste unseres Militärs. Heldenhafte Verluste. Verluste führen zu keinem goldenen Zeitalter, egal wie heldenhaft Boah. sie sind. Wir haben gerade schon wieder eine Einheit verloren. Im Krieg sind Verluste aber dennoch vermeidbar. Unglaublich. Ich trauere um jeden gefallenen Soldaten. Unser Kriegsminister geht einfach drüber hinweg und nimmt das einfach hin. Das finde ich echt respektlos und erschreckend.
Außerdem ist jeder Verlust vermeidbar, auch im Krieg. Oh, hier ist Memphis übrigens. Irgendwie so groß sind die Städte von den Ägyptern noch gar nicht eigentlich. Ganz interessant. Aber sie haben gefühlt viel mehr als wir. Ja, gut, sie haben schon mehr Städte, glaube ich. Also ich weiß ja nicht, was hier noch kommt. Also wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, ja, 6, vielleicht auch, theoretisch, wir können ja auch mal gucken. Gucken wir mal, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Städte hat er. Das ist mit dem Norbert in Stockholm, ne? Ja, klar, ja. Aber ganz schön krass. Er ist militärisch überlegen, oder sie, besser gesagt. Ja, also Frieden wollen würden sie, also Frieden würden sie gar nicht schließen wollen. Ich habe jetzt gerade einfach nur mal gesagt, weißt du, was er will, sozusagen. Das hat der Kriegsminister ja schon vor 10 Jahren gesagt. Selbst wenn man jetzt wieder mal hingehen würde und wahrscheinlich hier 200 Gold geben würde, macht einen gerechten Vorschlag, ja, nee, er will gar nicht. Also ist jetzt halt mal die Frage, wie man jetzt, also das möchte ich jetzt mal mit euch besprechen, wie man jetzt hier mal weiter vorgeht. Also ich sehe jetzt gerade hier offensiv nicht unbedingt die Möglichkeit, dass wir hier offensiv gut vorankommen. Zumindest nicht so, wie wir es aktuell machen. Also gut, aber Frieden schließen können wir auch nicht. Also müssen wir uns eigentlich fast aktuell mal fast defensiv erstmal halten, gell? Anderes bleibt uns fast nicht übrig. Dann sind wir hier auch schon wieder relativ ausgedünnt, würde ich sagen. Ja. Gerade zum Beispiel diesen Rambock können wir eigentlich erstmal abbrechen, weil der bringt uns hier jetzt eh nichts. Würde ich hier eher lieber nochmal hingehen und einen Bogenschützen bauen, weil... Der ist auch fast fertig. Ja und, aber das wird ja nicht abgebrochen. Ich glaube, wir gucken das, wenn wir den weiterbauen wollen beim nächsten Mal, dann braucht er nur noch 2 Runden. Der steht jetzt irgendwo angefangen rum. Während unser Konsul groß über den Krieg philosophiert, philosophiert unser Volk nur um die Position des Kriegsministers. Ja, siehst du, hier, Roba 05 sagt, Achtung, wenn der Feind mehr Provinzen hat als wir, kann es über die Zeit echt schwierig werden. Das sehe ich nämlich auch so. Also eigentlich müssten wir fast hingehen aktuell und wirklich, ja, wie soll man sagen, eigentlich müssten wir fast... Entwicklung unseres Reiches, unserer Städte und den Krieg einfach mal beenden. Ja, geht ja leider nicht. Also theoretisch, um hier irgendwie weiter voranzukommen, müssen wir jetzt entweder defensiv stehen oder halt überall Truppen anfangen zu rekrutieren und versuchen, da irgendwie entgegenzutreten. Vielleicht sollten wir das mal abstimmen. Also uns bleibt jetzt eigentlich nichts mehr übrig. Also entweder wir versuchen uns defensiv zu halten und eben nur noch so viele Truppen zu rekrutieren wie nötig, um eben defensiv zu bleiben und zu hoffen, dass irgendwann mal ein Frieden möglich ist. Oder wir müssen in allen unseren Städten, also wirklich überall, anfangen jetzt kräftig Militär zu rekrutieren, um dann zu hoffen, dass wir es irgendwie hinbekommen und den Gegner noch schlagen praktisch. Also der Gegner hat eigentlich ausschließlich, hier zumindest an der Front, ausschließlich Fernkampfeinheiten, davon einige sehr mobil und kampfstark. Wir haben keine wirkliche Möglichkeit, mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen eine Truppe aufzustellen. Gerade wenn man den Zustand unserer jetzt im Feld befindlichen Einheiten bedenkt, die in einem offensiven Vorgehen den Gegner zurückdrängen und besiegen kann, ohne dabei Verluste zu erleiden, die untragbar wären. Allerdings hat der Feind mit dieser Einheitenkomposition auch nicht die Möglichkeit, unsere Städte einzunehmen. Ich würde daher empfehlen, dass wir uns in den Städten einbunkern, die Einheiten des Feindes nach und nach zerschlagen, wie wir das zu Beginn des Krieges bereits getan haben, um dessen Wirtschaft zu schwächen, unsere eigenen Ressourcen zu schonen und uns über die Zeit aufzubauen. Gut. Würde ja, sagen, also wenn der Kriegsminister mal was einwerfen dürfte. Nein. Zwei Sachen. Erstens, dass ich leider dem Volk widersprechen, dass dem Kriegsminister vorwirft, nicht qualifiziert zu sein. Der Kriegsminister möchte in diesen Zeiten nur daran erinnern, dass er seit Jahrtausenden versucht hat, die Wirtschaft davon zu überzeugen, dass wir mehr Militär brauchen.
Die aktuellen Verluste resultieren doch in Wahrheit nur daraus, dass wir von Anfang an zahlenmäßig wie technologisch unterlegen waren. Und das war nicht die Schuld des Kriegsministers. Das hätte ganz anders aussehen können. Unsere aktuellen Verluste erleiden wir aber bei zahlenmäßiger Überlegenheit. Nee, jetzt noch erstmal Punkt 2. Der Kriegsminister hat hier fleißig zugehört und eine neue Strategie entwickelt, die er jetzt kurz mal vorstellen möchte. Sie trägt den wundervollen Namen Elastische Verteidigung. Und das ist ganz einfach erklärt. Wir werden uns auf die Verteidigung beschränken und uns, je nachdem, wie der Gegner angreift, umpositionieren. Ich denke, dieser Plan ist Gold wert. Das heißt auf gut Deutsch, ja, wir verteidigen und falls wir es hinbekommen, anzugreifen, dann greifen wir an, aber nur falls. Exakt. So ungefähr, ja. Das wäre aber keine elastische Verteidigung, sondern das wäre der Rückhandschlag. Abgesehen davon, ich glaube, unser Kriegsminister würde auch hingehen, falls wir jetzt hier einen Frieden machen würden und es im Hinterland eine demokratische Revolution geben würde, würde er auch von der sogenannten Dolchstoß sprechen, oder? Habe ich so das Gefühl. Sind alles böse Verleugnungen. Ach ja. Was machen wir denn hier? Ich würde sagen, hier ist auch mal ein Handwerker notwendig in unserer, hier in der Stadt hier. Ja, ich glaube, mache ich mal. Das ist die Frage, was der Handwerker hier großartig machen kann. Ich glaube, ich werde hier meine Mauer in Auftrag geben. Ja, kommt eine Mauer hier an unserer Grenzstadt. Schadet uns jetzt nicht. Wir können wieder einen Gesandten entsenden. Ich überlege gerade, wenn wir ihn nach Jerusalem schicken. Plus 2 Glauben in der Hauptstadt. Naja, ich weiß nicht. Ah, nee. Verbessern dann die Gesandten nicht auch die Beziehungen zu den Stadtstaaten? Ja, aber wenn du die Mehrheit an Gesandten hast, dann hast du die Möglichkeit, dass du, dann wirst du praktisch den ihr Kumpel und dann sind es deine Verbündeten und helfen dir auch im Krieg. Deswegen finde ich Palenque eigentlich... Wäre es dann nicht sinnvoller, sich mit Palenque gut zu stellen? Da habe ich ja gerade. Ich habe ja gerade auch wieder einen dahin geschickt. Ja. Problem ist halt aktuell... Das Volk ruft zu Demonstrationen gegen den Kriegsminister auf. Ja, das Problem ist, der Suzerän hat aktuell 6 Leute, wie es aussieht. Dort in dem Stadtstaat. Und das Suzerän ist Cleopatra. Oh. Aktuell niemanden. Aktuell niemanden, weil Peter und Cleopatra gleich viele Gesandte dort haben. Okay. Na gut, immerhin. Wir haben nicht mal einen Gesandten, oder? Also wir sind thematisch nicht existent. Ja doch, wir haben ja schon mehrere Gesandte in Palenque. Wir haben schon in Palenque, haben wir 4 Gesandte. Ich habe falsch geschaut, stimmt. Ja. Im Übrigen darf der Kriegsminister sich auch nochmal daran erinnern, dass er vor Jahrtausenden sich dafür eingesetzt hat, für mehr Militär, um einer gewissen Kleopatra zu gefallen, um sich langfristig mit dieser zu verbünden. Wie ihr seht, ist im Endeffekt das eingetreten, dass genau diese militärisch überlegene Frau uns das jetzt ordentlich zurückpfeffert, dass wir sie damals ignoriert haben, weil einige auf Wirtschaft gehen wollten. Also ich finde, die persönlichen Gefühle vom Herrn Kriegsminister, die sollten nicht die politischen Entscheidungen unseres Reichs in die Entscheidung unseres Reichs mit einfließen. Punkt 1. Punkt 2, da unser Kriegsminister schon seit Jahrtausenden an der Macht ist, wird es, glaube ich, mal Zeit für die Rente. Also mir scheint, der Kriegsminister erinnert mich dann an eine gewisse Persönlichkeit, die letztendlich sich mit Kleopatra hatte gutstellen und eine Liaison eingehen können. Es wurde ihm dann aber zum Verhängnis, nachdem in Rom das Gerücht verbreitet wurde, er hätte seinen Teil des Reiches an diese Kleopatra vermachen wollen, was zu einem großen Bürgerkrieg geführt hat. Leute, ich will was nur kurz darauf Rom? Hinweisen, dass wir einen großen Propheten holen können. Und den rekrutiere ich jetzt auch. Und dann können wir uns nämlich da gleich zeitnah um die Religionsgeschichte kümmern. Dann können wir für unseren Siegten. Bitte? Ich sagte, dann können wir für unseren Sieg beten. So, ja. Ich würde übrigens gerne mal in unserer Hauptstadt, ich denke, hier ist es am sinnvollsten, mal diesen Regierungsplatz bauen. Der geht auch relativ schnell, 3 Runden.
Nur die Frage, wo? Ich denke auf irgendeinem. Ah, ich glaube, das ist doch irgendwie so. Warte mal, geschwind. Mal gucken. Regierungsplatz. Ah ja, genau. Der Regierungsplatz gibt tatsächlich noch einen Bonus für jeden Nachbarbezirk. Also müsste man sich das gut überlegen, wo man den baut, wenn man da später irgendwann noch vielleicht einen Campus oder sowas baut oder so einen Wirtschaftsbezirk oder so. Weil so ein Handelsbezirk, der gibt ja nochmal eine... Oh ja, ja. Ich überleg gerade. Weil wenn wir jetzt so ein, also so ein Handelsbezirk sollte man ja am Fluss bauen. Ich glaube, da gibt ja noch einen Bonus. Kann es sein? Also normalerweise glaube, ja. Gibt ja da Boni. Ja. Dann sollte man sich das mal überlegen. Wenn wir jetzt hier einen heiligen Städtebezirk haben, dann baut man hier zum Beispiel noch diesen Handelsbezirk hin. Beispielsweise oder auch einen Campus. Das ist ja dann nicht so wild. Warte mal, wir können ja mal kurz gucken, wie das wäre, wenn wir jetzt hier sagen, wir bauen einen Campusbezirk. Der würde hier auch einen Bonus geben. Ja, theoretisch. Und ich glaube, der Handelsbezirk würde da auch einen Bonus geben. Muss ich jetzt fast mal fragen, ob man hier vielleicht diesen Wald rodet, um dann hier den Regierungsplatz hinzubauen. Und dann hier, ja. Ja, ich glaube, ich mache das. Bauen wir hier hin. In Regierungsbezirk. Gut, dass wir kein Grün in der Regierung haben. Sonst ein Problem damit. Ja, das stimmt wohl. So, ich werde dann hier unten mal die Stadtmauer bauen. In unserer südlichsten Stadt. Und Johannes der Täufer ist fertig. Aber ich würde sagen, wir werden ihn mal... Ich denke, unsere Hauptstadt soll die heilige Stadt werden, oder? Dann ist definitiv. nächste Runde die Möglichkeit geben, die Stadt hier auch zu bauen. So. Die Ägypter sind da oben ganz schön krass unterwegs. So, plus eine, 7 Kampfstärke gegen Marineeinheiten mal. Stadtfernkampf haben wir hier oben noch möglich. Und da hauen wir dann mal die Einheit hier weg. Jetzt eigentlich hier wieder... Ne, ist immer nicht, okay. Okay, wir sind nicht mit Palenque im Krieg, wollte ich sagen. Voronezh wurde auch gegründet. Hey, die Russen, oh oh. Das ist ja richtig beschissen. Hey, die Russen haben uns jetzt hier die 2 Steine weggenommen, die eigentlich in Reichweite von Haralaya wären, gell? Oh oh, nicht so nett. Überhaupt wird unser Reich ziemlich eingeengt. Ja, finde ich auch. Meine Frage, ich würde... Wir müssen Ägypten erobern. Ich sehe es auch so. Die meinen, das kriegt zumindest das. Kurze Frage, und zwar wollen wir... mal darüber abstimmen lassen, ob wir jetzt vielleicht hier oben noch im Norden noch eine Stadt gründen sollen. Also weil hier wäre theoretisch noch eine möglich, hier eine zu gründen, hier oben an diesem Kap praktisch. Hier, da hätten wir nochmal Krabben, Wale, Kupfer, Fisch, Gips und so weiter in Reichweite. Ich wäre dafür, bevor die Russen da auch noch eine haben. Ja. Wollen wir mal eine Abstimmung machen, ob wir hier noch eine gründen wollen oder nicht? Ja, oder mach mal gleich eine Abstimmung. Und zwar folgendes. Ob wir jetzt nur da oben im Norden eine Stadt gründen wollen oder ob wir hier unten eine gründen wollen, also hier, hier im Osten, östlich von unserer Hauptstadt, nördlich von Bhavapura. Oder an beiden Standorten. Das wäre mal interessant zu wissen. Oder gar keine neue mehr. Ja. Das wäre mal cool, wenn du da mal die Umfrage erstellen könntest. Bin schon dabei. Gut, wunderbar. Ansonsten, ich würde mal sagen, kriegsmäßig, ich versuche hier halt weiter durchzuhalten. Gell? Mein Durchhalten ist, glaube ich, nicht mehr das Problem, sondern ja.
Ja, was war das für eine komische Aktion gerade? Ich finde übrigens den Chat sehr, sehr cool. Ich gucke immer mal wieder so ein bisschen rein. Finde ich schon lustig. Ja, das Volk ist heute sehr aufmüpfig. Stimmt. Und diese Leute, die die ganze Zeit zu Demos den Kriegsminister aufrufen, haben sie gesagt, dass zwischen dem Kriegsminister und dem Militär kein Blatt Papier passt. Oh ne, Palenke ist ja wieder mit uns im Krieg, ja? Das war eine blöde Stadt. Die Umfrage ist übrigens draußen. Okay, wunderbar, ich werde sie anzeigen lassen. So. Oh, wir haben... Ach, wir können hier jetzt die neue Politik wieder ändern. Die Frage, gibt es irgendwas, was wir ändern wollen, außer eine neue Joker-Politik? Gibt es denn irgendeine Joker-Politik, die wir einführen wollen? Vielleicht tatsächlich das mit der eine Produktion in allen Städten als Bonus-Politik? Alternativ könnte man natürlich auch irgendwie einen großen General oder einen großen Wissenschaftler oder so nehmen. Ich bin ja für 50% Produktion für alle Nah- und Fernkampfeinheiten der Antike und der Klassik. Ja, dann können wir uns aber den Einheitenunterhalt nicht mehr leisten. Doch, weil wir es hier unten in die Bonuspolitik reinziehen können. Achso, die Joker-Politik. Das geht natürlich. Ja. Der Kriegsminister denkt an alles. Mhm. Oder wir arbeiten auf den großen Wissenschaftler hin, damit wir irgendwann einen technologischen Vorsprung gegenüber Ägypten haben. Du meinst durch die Wissenschaftler? Ja. Auch das ist ein Argument. Maxi, was meinst du? Haben wir Probleme wegen deren überlegener Streitwagen. Ja gut, das ist halt in ihre aktuelle Einheit, gell? Ja, aber wenn wir was Besseres haben, dann haben wir was Besseres. Also so meinst du, ja. Maschinengewehre werden nicht vom Himmel fallen. Maxi, was meinst du? Was ist sinnvoll? Ich schließe mich Nico an. Also die Wissenschaftler? Punkte. Ja. Okay, dann nehmen wir die mal rein. So, gut. Dann können wir mal Folgendes machen. Hier die Einheit möchte ich mal gerne hier hinstellen. Den Bogenschützen ziehen wir auch gleich mit. Er darf noch weiter. Mach ja nicht mit dem hier. Einmal hier runterschicken, den Streitwagen. Wir können jetzt hier dann übrigens die Religion gründen. So, das wird jetzt natürlich sehr, sehr spaßig, weil jetzt hier gleich 2000 Möglichkeiten sind, was wir machen. Ja, erstmal müssen wir eine Religion überlegen, die wir gründen wollen. Ist die Frage, wie machen wir das jetzt? Abstimmungsmäßig meine ich. Also wir könnten den Buddhismus, den Hinduismus, den Islam, das Judentum, den Shintoismus, den Sikhismus, den Taoismus oder den Zarathustrismus gründen. So. Oder eben eine Individualreligion mit irgendwelchen Symbolen, die wir hier uns dann selber überlegen können, wo wir dann einen eigenen Religionsnamen festlegen. Selbstverständlich was Eigenes. Ja, aber da ist die Frage, wie machen wir das mit dem Namen, gell? Pastafari? Nein. Ich sehe auf jeden Fall ein Bild mit einem Elefanten. Ja, aber das ist ein bisschen komisch, oder? Weil wir haben ja gar keine. Aber das Problem ist ja, wir haben ja nicht mal Elefanten hier, ja. Das noch ist ja das nicht. Problem. Das Militär hat immer irgendwo Elefanten. Ja. Ja, gute Frage. Hat jemand in den Kommentaren eine gute Idee für eine einen Religionsnamen? Und ich meine wirklich eine gute Idee. Pastafari. Nein. Warum nicht? Weil wir nicht das Spaghetti-Monster haben. Stimmt, wir haben Pinguine, die auf Elefanten reiten. Nee, jetzt ernsthaft. Elefantismus. Ja, aber das Problem ist halt, ich finde es halt ein bisschen doof, weil wir haben halt hier nirgends Elefanten. Also wir haben nirgends die Ressource Elfenbein. Das finde ich irgendwie ein bisschen doof, gell? Dann sind
Es muss ja auch kein lebender Elefant sein. Wer sagt denn, dass unser Gott nicht ein Elefant ist? Apache-Kampfhelikopter. Damals hat irgend so ein komischer Speer irgend so einen Falken gesehen, wenn ich mich recht erinnere. Es hat keinen Speer, einen Falken gesehen. Es hat einen Speer, ein fliegendes Spaghetti-Monster gesehen. Achso, dann liegt es an der schlechten Erinnerung des Kriegsministers. Ja, weil der Kriegsminister halt keine Geschichtsaufzeichnungen macht. Der Kriegsminister ist einfach nur fokussiert auf die Soldaten des Reiches. Ja, also wisst ihr was, nennen wir doch das einfach... Die Soldaten, die diese Geschichte erst mit nach Hause gebracht haben, ja. Paukuismus finde ich sehr gut. Das also, nennen wir es, sollen wir es Elefantismus nennen? Oder Elefantitis. Das hört sich an wie eine Geschlechtskrankheit. Oder so. ja, also nennen wir das Religion, ja, Elefantismus. Das. Gut, okay. Wir müssen jetzt... Oh Gott. Noch überlegen, welche. Ist übrigens eine existierende Krankheit. wir müssen uns jetzt noch überlegen, was wir hier jetzt für Boni machen. Wow, krass. Also Reliquienschrein meine ich. Ja, also erstmal so die Frage, in welche Richtung wollen wir denn hier überhaupt so gehen mit dem Glauben? Das ist ja jetzt immer die erste Frage. Geld. Korruption. Ja. Ich meine, ihr seht es ja gerade selber, schaut es euch mal ein bisschen durch. Plus 2% Gold für jeden Follower. Plus ein ich bin für Gold Arbeit, von Ethik. Luxusressourcen. Ui, das finde ich gar nicht schlecht. Plus 1 Gold durch Luxusressourcen oder plus 8 durch Wunder. Plus 8 Gold durch Wunder. Ich wäre für plus 8 durch Wunder. Ja, ist halt die Frage, wie viele Wunder wir halt haben, gell? Also wie ja, viele wir bauen. Das ist ja etwas, was man selbst beeinflussen kann. Ja, Luxusressourcen nicht, das stimmt, ja. Ich meine, ich kann ja mal ganz kurz gucken, wie viele Luxusressourcen haben wir denn aktuell so. Also hier könnten wir theoretisch die Wale noch, dann haben wir Schokolade, 2, 3, 4. Ja, 5. Aktuell gar nicht so wahnsinnig viel, hey. Und wir haben ein Wunder, also haben wir jetzt schon mehr durch Wunder als durch Luxusgüter. Ja. Klar, im Norden haben wir theoretisch noch ein paar Luxusgüter, das wir wieder ausgleichen, aber sobald man ein zweites Wunder baut, sind wir wieder deutlich mehr. Ja. Deutlich mehr. Übrigens hat bei der Abstimmung gewonnen, dass wir an beiden Standorten eine Stadt bauen sollen. Okay. Also sollen wir mal diese plus 8 Gold hier nehmen oder habt ihr noch andere Ideen? Also ich meine, ihr seht es ja gerade selber hier. Wie gesagt, ich war da für die Produktion, das ein Ding da. Eine Produktion pro Bürger in der Stadt, der dieser Religion anhängt, oder wie? Genau. 1%. Mit mehr Gold können wir übrigens mehr Einheiten unterhalten. Ja, ich mach mal die Bürokratie hier, okay. Also dann haben wir das jetzt mal. Also das ist der erste Glaubenssatz, jetzt müssen wir nochmal weitermachen. Es gibt hier nämlich nochmal eine ganze Reihe an Sachen. Oh Gott, ich hätte diese eine Mod rauslassen sollen mit diesen Bonussachen, wo es noch mehr gibt. Oh Gott. Plus 2 Gold für jede Stadt mit dieser Religion. Plus 1 Gold pro 4 Anhänger dieser Religion. Der Kauf von Missionaren und Aposteln kostet 30% weniger. Die Religion breitet sich in Städte aus, die 30% weiter entfernt sind. Ausbreitung wäre vielleicht gar nicht so schlecht, oder? Ja, ich guck gerade, ob man irgendwie, was man da genau. Stimmt, weil unser Reich kennt nur ein Reich, ein Glaube, ein König, beziehungsweise ein Konsul. Ja. Ich dachte, ein Kriegsminister. Sagt ein Kriegsminister, der im Diensten des Volkes und der Nation steht. Aber ich habe das Gefühl, der Kriegsminister steht in erster Linie in seinem eigenen Dienst. Das würde ich eher dem Wirtschaftsminister nahelegen, der laufend von Gold redet, damit seine eigenen Taschen besser gefüllt werden. Ich bin für Wohlstand für alle. Reinste Propaganda. sagt der Richtige. Der einfache Soldat wird niemals Gold sehen von dir.
Ja, was habt ihr gerade irgendwas? Und von dir auch nicht, weil sie ja alle nur für Ruhm und Ehre kämpfen. Habt ihr hier gerade irgendwie irgendwas Interessantes gesehen bei diesen ganzen Sachen, wo ich hier gerade durchgescrollt bin? Irgendwas, was euch ins Nein, hier war dann eine wichtige Ministerdiskussion. Also, das, was ich gesehen habe, was ich empfehlen würde, wäre entweder eins von den oberen, wo man noch ein zusätzliches Gebäude bauen kann, oder ganz unten bei der Sword, dass eroberte Städte den Glauben annehmen. Okay. Oh, Schrift ist auch nicht schlecht. Einfach der Druck unserer Religion, also von unseren Städten auf andere, ist 25% höher und 50% höher, wenn wir Druck erforscht haben. Also den Druck. Also ich habe da auch irgendwas gelesen mit plus irgendwas Kampfkraft, wenn Einheiten in den Grenzen von Städten sind mit der Religion. Das würde ich sehr gut finden. Würde aus unseren Kriegern heilige Krieger werden. Das wäre einfach sehr gut. Maxi, was aber nur heilige Verteidigungskrieger. Maxi, was meinst du? Ich, keine Ahnung, ich halte mich zurück. Also ich finde es mit der Ausbreitung ehrlich gesagt ganz cool. Ja. Oder dass die Missionare und Apostel 30% weniger kosten. Weil ich finde, aktuell ist es halt auch verdammt wichtig, dass wir überhaupt mal unsere Religion hier durchsetzen, weil die anderen, also unsere Städte sind ja schon relativ beeinflusst durch die anderen Religionen, gell? Finde ich. Meint ihr? Ich beharre auf der Sache mit der Kampfstärke. Allein schon, weil es Verteidigung des Glaubens heißt. Also Verteidigung, das passt perfekt zu uns. Ja, gut, stärkere Soldaten hätten halt den Vorteil, dass sie dann eine schwache Leistung des Kriegsministers ausgleichen könnten. Insofern. Der Kriegsminister badet die schlechte Entscheidung der anderen Minister hier aus, ja. Ich mach mal das mit der Schrift, ist glaube ich ganz gut. Also machen wir das mal. Also, dass wir einfach den Druck erhöhen. So. Also, jetzt haben wir diese Sache hier. Gut, okay.